Eine Kippmulde steckt unter der Neckarbrücke fest. Was ist passiert? Ein Muldenkipper fuhr von der Baustelle neben Pflanzenkölle in Richtung Georg-Vogel-Straße. Die Kippmulde ist noch vollständig ausgefahren und reißt beim Durchfahren der Brücke ab. Die Mulde fällt nicht einfach auf die Straße, sondern verkeilt sich unter der Brücke. Der LKW bleibt rund 50 Meter nach der Brücke stehen. Nach Angaben der Polizei könnte sich die Hydraulik des Muldenkippers selbstständig gemacht haben, woraufhin sich die Mulde anhob und unter der Brücke stecken blieb. Vielleicht hat es sich um einen technischen Defekt gehandelt, das wird derzeit noch überprüft, sagt Polizeisprecher Achim Küller auf Anfrage.